einer Hidden Pocket. Das heißt, ihr habt hier unten dann nochmal eine versteckte Tasche, in die man ja, Taschengeld reingeben kann zum Beispiel. Alles gut, Job. Ja. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, finally, heute ist es soweit. Ich darf euch die neue Kollektion von MEM Insomnia vorstellen. So heißt die neue Kollektion. Wir haben jetzt lange drauf gewartet. Einige von euch haben die Vorbestellungen schon erhalten und ich habe euer Feedback gelesen. Ich freue mich natürlich irrsinnig, dass es so gut bei euch ankommt. Zur Thematik selbst gab es ja schon mal ein Vorstellungsvideo, das, wo ich mir den Mund zu habe nehmen lassen, um für ein bisschen Awareness zu dem Thema Depressionen, sich nicht öffnen wollen und den Feelings, die mit dieser Kollektion gecatcht werden sollen, zu verkörpern und stellvertretend für alle zu sprechen, die nicht sprechen wollen. Heute spreche ich wieder und heute stelle ich euch die Kollektion vor. Am 11.11.22, ja, sehr schönes Datum, um 19 Uhr sind die Pieces für euch zur Bestellung verfügbar. Keine Vorbestellung mehr, sondern ihr bestellt und ein paar Tage später haltet ihr euer Piece dann schon in Händen. Nutzt diese Gelegenheit, der Vorbestellungsstopp war crazy. Vielen lieben Dank an all jene, die so stark supportet haben. Jetzt ist es soweit, wir haben die Pieces da. Ich kann es euch on hand, in hand vorzeigen. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mal mit den Shirts. Zum ersten Piece, ich nehme gleich mal das schwarze hierher. Hier haben wir unser Bipolar Tee. Wir haben hier vorne unterschiedliche Erscheinungen, Persönlichkeitsmerkmale, die einfach passen zu diesem Skorpion passen, den wir hier als Backprinting nochmal oben haben. Wir haben bei allen Shirts eine Grammatur von 290 GSM, sehr, sehr dicker Stoff, sehr hochwertig. Ihr wisst, wir produzieren in den gleichen Häusern wie Balenciaga, Givenchy, Balmain und Jacquemus. Dementsprechend könnt ihr euch die höchste Qualität erwarten. Das ist das Piece. Ich zeige es euch jetzt mal hier an unserem ersten Male Model. Er hat es an. Du bist 1,83 groß. Jawohl, das darfst du auch reden, also kein Thema. Ja. Er trägt Größe L, 1,83 groß mit 78 Kilo. Jawohl. Stabil gebaut, der Kollege. Er hat auch gleich die MEM Jeans an, auch sehr, sehr nice. Mit dem Detail, vielleicht kommen wir einfach mal her, haben wir hier die Waschung, was ganz Besonderes. Die zieht sich in dieser Enzymbehandlung durch die ganze Kollektion, wie man auch an meinem Sweater sieht. Haben aber auch hier unten, vielleicht drehe ich ganz kurz mal um, haben hier unten Distressed-Elemente, um das Ganze nochmal zu verfeinern. In einem Straight-Cut kommt sehr, sehr nice. Auch hier wird die Größe L getragen. Super, schaut cool aus. Kannst schon das nächste Piece anziehen. Das war das Bipolar-Tee. Wir haben aber auch, um den Vibe wieder gut aufzufangen, in einem Acid-Wash dieses Shirt hier, das Insomnia Flagship-Piece mit unserem Insomnia Printing vorne, mit Distressed, vielleicht kommst du mal zu mir an den Details, mit Distressed am Kragen, an den Ärmeln, aber auch hier unten und einem ganz besonderen Printing hier von einer russischen Künstler gemalt, das auch so ein bisschen dieses Gedankenkreisen und das sich in seinem Tritt verlieren, das soll das Ganze nämlich auch hier metaphorisch anzeigen und dann nochmal das MEM Logo mit, was soll es natürlich anderes sein, Acid behandelt, um hier das Logo nochmal aufzulösen. Eins von meinen absoluten Lieblingsshirts, bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Ein Piece, das bei euch sehr, sehr gefragt ist, vermutlich auch wegen dem an das Frontprinting angepasste Logo, das wir extra von unserem Künstler Ricardo Hackl haben anfertigen lassen. Liebe Grüße, genauso nicht. Wir haben hier ein schlichtes weißes Tee mit dem Spruch vorne, All I wanna wear is a fake smile and this T-Shirt, was auch so ein bisschen dieses Rollenspiel, eine soziale Rolle spielen, rausgehen, also nicht sein wahres Gesicht zeigen, um sich so ein bisschen einzufügen in die Gesellschaft, das so ein bisschen andeuten soll. Distress haben wir hier keine, wir haben das Ganze clean gehalten und an dir, Lotti, sieht man dann nochmal, wie das Ganze ausschaut. Wie ihr seht, ist sie sehr, sehr glücklich mit ihrem Shirt. Wir haben es hier in XS. Fällt sehr, sehr gut, locker aus und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, vielleicht kommen wir gleich direkt zur Hose, weil wir es hier schon haben, ist unsere Camo-Hose, die du jetzt in einem S oder XS auch trägst. Ja, sehr, sehr baggy gehalten, wunderschöner Schnitt, Unisex, also für Mann und Frau, ihr habt es an mir schon des Öfteren gesehen, eine Hose, mit der ich absolut zufrieden bin, ein Daily Beater bei mir. Ein Must-Piece im Kleiderschrank, was sagst du? Finde ich super. Okay, freut mich, sehr gut. Perfekt. Gehen wir zum nächsten Piece und das ist schon unser Poloshirt. Hast du das schon anzogen? Das Poloshirt schnell anziehen, bitte. Das ist unser Poloshirt. Ich habe es jetzt in XS hier.
Ein ganz besonderes Ding, wir haben versucht, hier dem Poloshirt einen neuen Look zu verschaffen. Normalerweise ist das ja immer so leicht schnöselig angehaucht. Wir wollten das Ganze mit einem Street-Style-Element verbinden. Deswegen haben wir Distressed an den Ärmeln, Distressed am Kragen, wie man hier sieht, auch hier unten mit dem neuen MEM-Logo bzw. einem weiteren MEM-Logo. Übrigens, das ist ein Sample, die Knöpfe sind dann nochmal in Silber. Das ist unser Fotosample, ist dazu gekommen. Natürlich nochmal mit der Enzymwaschung, wie wir es an dem Hut hier auch nochmal sehen. So sieht das Ganze getragen aus. Du trägst natürlich auch hier wieder mal ein L. Wie ist es von der Haptik her? Wie fühlt sich an? Solle an. Perfekt. Damit ist es Wiener approved. Und wir schauen uns gleich das nächste Shirt an. Danke dir. Den nächsten ersten Hoodie an, das ist unser Sweater, das ist der, den ich auch hier trage. Ein Piece, was bei euch unfassbar gefragt ist, also krank, wie hoch die Nachfrage ist. Bitte ganz, ganz schnell sein, wenn ihr dieses, es gilt für alle Pieces. Vorbestellungen waren heavy, wir haben jetzt nicht unbedingt nochmal mehr produziert, das heißt, wer sich sein Piece ergattern will, pünktlich um 19 Uhr auf der Homepage sein. Ja, ein sehr beliebtes Piece, wir haben hier natürlich wieder die Enzymwaschung, dicken Stoff, ich bin so begeistert vom Fit, haben wir ewig lang herumgedeichselt an einem Schnitt. Wir haben 430 GSM, haben nochmal Distress-Elemente am Kragen unten und natürlich beim Sleeve-Opening. Absolut happy mit dem Ding und ich glaube, jeder, der das zu Hause schon hat, dem geht's genauso. Passt! Kommen wir zum giftgrünen Hoodie. Insomnia MEM Vienna Fall Winter 22. Soll natürlich so ein bisschen anzeigen, man ist jetzt in so einem Rausch, man sieht nicht mehr ganz klar. Vorne dann mit den Elementen der tanzenden Skelette, auch von Ricardo Hackl gezeichnet. So ein bisschen mit der Metapher, innerlich tot, aber äußerlich tanzen wir noch. Dann nochmal abgerundet das Ganze mit einer Hidden Pocket. Das heißt, ihr habt hier unten dann nochmal eine versteckte Tasche, in die man ja, Taschengeld reingeben kann zum Beispiel. Ja? Wir sehen sie nochmal an der Lottie. Sie trägt diesmal ein S-Hoodie, also etwas baggier getragen. Steht ihr sehr, sehr gut in der Kombi mit der Kamera, schaut wirklich, wirklich wild aus. Was sagst du zum Twitter? Wie fühlt es sich an? Geil, farbegeil, wird geil. Bist happy damit, gell? Super, ja. Darfst du dann mit nach Hause nehmen? Ich glaube, du hast gern, gell? S trägt sie hier. Ja, gibt es sonst eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Stoff natürlich sehr, sehr dick. Wir haben 490 GSM, dicker Stoff, hochqualitativ. Hat lange gedauert, bis wir den bekommen haben. Das war ein irrsinniger Kampf, aber ich will euch nicht mit Details langweilen. Danke dir, Lottie. Kommen wir zum letzten Piece, unserem Zip-Hoodie. Vielleicht gleich an dir getragen, Nino. Wir haben hier und natürlich auch wieder diese Gebogenheit, dieses Beeinträchtigtsein mit drin, keine gerade Linie, so die Kurve drin. Dann nochmal mit dem MEM Stitching zurückgehalten, in einem Polyester übrigens, das ist keine Baumwolle, die wir für Stitching verwendet haben. Und ansonsten der Fit von dem Zip Hoodie, den ihr schon kennt. Allerdings so in dieser, so, ich assoziiere es immer mit diesem Gym, diese alten Gym-Sweater, die man nach dem Training anzieht, aber neu aufgerollt nochmal die Thematik. Sehr, sehr cool, natürlich wieder mit dem MEM Puller, der Wäscheklammer, wo unsere Produkte dann damit aufgehängt werden könnte. Okay, das war's zu dem. Lotti, vielleicht, oder magst du dich wieder aufsetzen? Wir haben unsere MEM Glasses, die natürlich nochmal so diese klassischen Club-Gläser sind, die du beim Fortgehen im Club trägst. Wirst du heute beim Fortgehen aufhaben? Safe, ja. Yeah, wir gehen heute noch safe feiern, Leute. Ganz klar, man muss die Kollektion auch laufstegtauglich machen. In dem Sinne ist der Vogel. Genau. So, Lauti, du hast es so schön getragen. Ich finde, bei dir passt es nochmal so gut. Unser letztes Piece der Kollektion, die Tasche, könnt ihr, so wie es die Lauti da super vorzeigt, entweder so tragen. Oder es gibt eine Besonderheit, man kann es zusammenziehen, wenn man es nicht mehr tragen möchte und dann einfach als Rucksack auf dem Rücken tragen. Also ganz so passt das sehr, sehr gut dazu. Deswegen, ja, steht dir gut. Ja, danke. Dankeschön, ich sage danke. Und ich sage euch, ich sage auch danke für eure Aufmerksamkeit. Nutzt die Gelegenheit am Freitag, den 11.11.22 um 19 Uhr habt ihr die Möglichkeit zu bestellen. Wir sind ganz, ganz schnell mit dem Verpacken und ganz, ganz schnell mit dem Liefern. Deswegen sind die Produkte auch schnell bei euch. Das war's von mir. Danke für die Aufmerksamkeit. Euer Maximilian. Nicht schlecht. Danke, danke, danke.